Es gibt ein paar harte Fakten. Wenn ich gesagt habe, dass der Konflikt selbst ist eine Blackbox für uns Außenstehende, aber es gibt ein paar knallharte Fakten, an denen niemand irgendetwas bezweifeln kann. Erstes Faktum, die Aggression ging eindeutig von der Hamas aus. Also das stellt niemand in Frage, das wäre auch absurd. Und das zweite fundamentale Faktum, was für Ihre Frage sehr wichtig ist, ist, die unglaublichen Massenbewegungen pro-palästinensischer Demonstrationen weltweit. Mhm. Das hat viele Politiker, glaube ich, schockiert, aufgewühlt und eher, deshalb mein Begriff Unterwerfung, eher zur Unterwerfungsgesten gebracht. Ja. Und deshalb nehme ich das nicht alles wortwörtlich, was da gesagt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass hinter verschlossenen Türen ganz anders geredet wird. Frau Schomack, auch Sie gehen auf die Straße. Ja. Sie sind Studentin an der BOKU in Wien und haben sich schon für Klimapolitik auf der Straße engagiert. Sie haben sich für Flüchtlingshilfe engagiert. Und seit dem 7. Oktober gehen Sie für die Sache der Palästinenser auf die Straße. Was treibt Sie denn an? Die Menschlichkeit, um das mal kurz zu beantworten. Ich würde gerne auch noch einwerfen, dass vor allem die deutsche Politik nicht nur Interessen daran hat, mit arabischen Staaten zu handeln, sondern glaube ich auch die Waffenindustrie, die deutsche ganz stark mit dem israelischen Staat verbandelt ist. Also das darf man da glaube ich auch nicht außer Acht lassen. Das ist auch wichtig. Und mir kommt vor, wir leben da tatsächlich in ganz unterschiedlichen Realitäten. Wenn Sie sagen, Sie haben die Meinung, es ist jetzt so eine große palästinensische, also Solidarität mit den Palästinensern da, das sehe ich gar nicht so. Ich sehe das eher so, dass wenn ein Macron sich endlich mal dazu durchringt, überhaupt von Feuerpausen zu reden, dann ufert er am Tag danach sofort wieder zurück, nimmt das Interview zurück und sagt, nein, nein, eine Feuerpause habe ich nicht gefordert. Und dass die USA zum Beispiel schön langsam auch Kritik am Vorgehen der IDF üben. Also an dem Vorgehen der israelischen Armee? Ja, der Israeli Defense Forces. Das ist ein Mindestmaß an Menschlichkeit, bitte. Wir dürfen dann nicht vergessen, dass das nicht nur Meinungen von Menschen auf der Straße sind, wie von mir zum Beispiel, sondern dass es internationale israelische und nicht israelische Menschenrechtsorganisationen sind, die uns sagen, dass da vermutlich schon Kriegsverbrechen vorliegen und die einen Waffenstopp fordern. Deswegen haben Sie sich mal angeguckt, wer mittlerweile im Menschenrechtsrat der UN sitzt, wer das führt, welche Länder das sind? Die haben mit dem, was wir uns unter Völkerrecht oder unter Demokratie vorstellen, überhaupt nichts zu tun. Das sind mittlerweile die führenden Köpfe der wirklich tyrannischen Länder, die es in dieser UN gibt. Denn Sie dürfen eins nicht vergessen. Es gibt in der westlichen Welt eine allmähliche Distanzierung von der Politik der UN und von den UN-Organisationen insgesamt. Das kann man zwar noch nicht ganz offiziell machen, aber ich glaube, der Widerstand der westlichen Welt gegenüber dem, was die UN mittlerweile in allen möglichen Bereichen, Weltgesundheitsorganisation und betreibt, wächst ständig. Und das liegt eben daran, denken Sie auch mal an die Serie der Verurteilungen von Israel durch die entsprechenden Gremien. Nie gab es eine entsprechende Verurteilung anderer Länder oder anderer Staaten. Also diese anti-israelische Politik, die von der UN seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten auch gestützt und untertrieben wird, die ist mittlerweile tatsächlich weltweit in eine große anti-israelische Bewegung umgeschlagen. Mhm. Und ich würde sagen, sie ist nicht nur anti-israelisch, und das wird sicher ein wichtiges Thema heute sein, sondern sie ist antisemitisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der wirklich gefährlich ist. Darüber reden wir gleich noch im Detail. Eine Frage noch an Sie, Frau Schomach. Wenn Sie sagen, die Gerechtigkeit treibt Sie an, Sie gehen auf die Straße für die Palästinenser, wo ist Ihr Gerechtigkeitsempfinden für die Opfer des 7. Oktober? Ich werde gleich dazu sagen, am ersten Tag, an dem es in Österreich Demonstrationen gab, gab es am Ballhausplatz eine Mahnwache für die israelischen zivilen Opfer. Dort war ich auch anwesend. Danach bin ich zu der 2 Stunden davor abgesagten Mahnwache am Stephansdom für die palästinensischen Opfer gegangen. Untersagt. Die wurde untersagt. Die wurde verboten. Ja, es hat sich niemand dran gehalten. Wir waren trotzdem dort und das war auch wichtig, weil die Palästinenser und Palästinenserinnen genauso einen Schmerz empfinden und dem genauso Ausdruck verleihen müssen. Die Sache ist, würde die österreichische Politik die israelischen Zivilisten und diesen Terrorangriff der Hamas keine Aufmerksamkeit schenken und keine Solidarität und Empathie ausdrücken, dann wäre ich auf der Straße und würde dafür genauso auf die Straße gehen. Nachdem Österreich jetzt aber komplett undifferenziert hinter Israel steht und die israelische Flagge auf unserem Rathaus hängt und keiner unserer Politiker, weder der Außenminister noch der Bundespräsident noch der Kanzler, danke,
auch nur ein einziges Wort der Solidarität oder Empathie mit dem palästinensischen Volk, weder mit den Frauen noch mit den Kindern, was ja wirklich gar nicht so schwer wäre, weil bei den Kindern, glaube ich, können wir uns doch einigen, dass sie nicht bei der Hamas sind, kein einziges Wort geäußert haben, mache ich mir auch Sorgen, was das mit uns in Österreich macht. Und ich glaube, dass unsere Politik da genau diese Spaltung vorantreibt. Und da können sicher Sie uns mehr dazu sagen. Frau Weidenfeld, woher kommt denn dieses Gefühl, dass sich junge Menschen, wie auch Frau Tomach, solidarisieren wollen, dass sie das Gefühl haben, ich möchte hier, muss hier Flagge zeigen? Also das kann man verstehen. Ich meine, sie treibt das Leid an. Ich kann auch ganz persönlich erzählen, ich habe Familie in Israel. Als ich erfahren habe von den fürchterlichen Anschlägen, habe ich meine Cousine angerufen, die in großer Sorge ist. Ihr ältester Sohn ist bei der Armee. Ich habe geweint, als ich erfahren habe, eine Woche später im Gazastreifen, damals waren es nur 2000 Kinder, liefen mir da auch die Tränen über die Wangen. Das ist legitim und gut und wichtig. Aber wir haben jetzt viel über Empathie, über Solidarität gesprochen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, den Diskurs auf eine andere Ebene zu bekommen, wenn es darum geht, vielleicht irgendwann mal Frieden zu bekommen. Ja. Sie haben auf eine nüchterne Ebene, auf eine analytische Ebene? Auf eine, oder wie meinen Sie das? Was wir eigentlich brauchen, ist auch, obwohl es so schwer ist, in dieser Extremsituation des Krieges, eine Zivilkultur. Das heißt, im Privaten können wir unsere Solidaritäten, unsere Empathien haben. Vielleicht haben Sie oder wahrscheinlich einige Juden und Jüdinnen eher Empathie mit den jüdischen Opfern. Das seien unbenommen und vielleicht eher muslimische, eher mit den palästinensischen. Ich denke, es wäre wünschenswert, so wie Sie das machen, mit allen Opfern Empathie zu haben. Wahrscheinlich ist das nicht so. Die Frage, ob Empathie teilbar ist. Das ist, wie auch immer, das ist der private Bereich. Aber das ist nicht die politische, das ist nicht die öffentliche Sphäre. Und das Problem mit den Bildern, mit den Bekundungen, mit den Bekenntnissen, da stülpen wir unsere inneren Solidaritäten, unser inneres Gefühl, wo fühle ich mich eher zugehörig, ist doch verständlich, dass ihr Herz in Palästina ist. Stülpen wir nach außen und machen sozusagen damit Politik. Aber damit kann man nicht Politik machen. Wir müssen versuchen als Citoyen, ich meine, wir sitzen hier, wir sind so ein bisschen antagonistisch. Im Grunde sind es wir doch nicht. Sie sind gegen sterbende Kinder, Opfer, Sie auch. Ich meine, wir wollen eigentlich das Gleiche. Und ob wir unsere Solidaritäten privat vielleicht ein bisschen anders halten, ist nicht das Thema. Also ich Aber Fakt ist, es ist eine wahnsinnig emotionale Debatte, eine auch sehr aufgeheizte Stimmung gerade, die wir da erleben. Und Herr Klar, das Perfide an diesem Anschlag am 7. Oktober war ja, dass Israel dabei war, gerade sich einem arabischen Erzfeind anzunähern. Es war ein Feiertag, die Menschen waren arglos. Junge Menschen haben getanzt, es hat nicht Soldaten getroffen, es hat Zivilisten getroffen. Kann man da angesichts solcher Taten kühl und analytisch bleiben? Ich glaube, die israelische Armee versucht, kühl und analytisch zu bleiben, versucht, Häuser räumen zu lassen, wie schon in der Vergangenheit, bevor sie sie bombardieren. Und ich denke mal, weil Sie gesagt haben... Entschuldige, Herr Direktor, das stimmt nicht, wirklich, aus eigenem Erfahrung. Gut, das können wir jetzt hier an dieser Stelle nicht klären. Unabhängige Informationen gibt es nicht aus dem Krieg. Wenn Sie sagen, diese Kinder, die da sterben, sind sicher keine Hamas-Terroristen. Ich würde sagen, die Opfer von dem Überfall am 7. Oktober, Babys, alte Menschen und die noch immer entführten, 240 oder so Menschen, sind auch zum Großteil Zivilisten. Und die Frage ist, wie viel Empathie hat die Hamas? Wie viel Empathie hat die palästinensische Bevölkerung, die bei jeder Rakete, die geschossen wurde, gejubelt hat, die am 7. Oktober, als der Überfall war, gejubelt hat über die Toten? Wie viel Empathie hat sie? Und es liegt ja in Wirklichkeit an der Hamas und damit an den Palästinensern, sofort die Geiseln freizulassen und es gibt die Waffenruhe. Also ich denke, da muss man schon ein bisschen schauen, wo liegt die Verantwortung und wer hat Empathie und wer hat keine. Und wenn ich mir denke, bei den Demonstrationen, da wird nicht gedacht, der Opfer und gebetet, sondern da wird gerufen, Kaiba, Kaiba, ihr Juden, Mohammeds Armee wird wiederkommen. Und das ist nicht jetzt so,
Das war schon in der Maria-Hilfer-Straße 2018 so, bei einer Demonstration. Darüber gibt es Videos. Nur hat damals noch niemand das Problem ernst genommen. Warum schütteln Sie den Kopf, Frau Schumacher? Weil Sie etwas gesagt haben, was ganz gut zeigt, was gerade falsch läuft in Österreich. Und zwar haben Sie gesagt, es liegt an der Hamas und somit an den Palästinensern, die Geiseln freizulassen. Und damit stellen Sie die Hamas und das palästinensische Volk gleich. Und das dürfen wir nicht tun. Das die Hamas ist eine wurde vom bösartige Volk Verallgemeinerung. Gewählt. Die Hamas, ein autoritäres Regime, eine Terrororganisation, wurde der israelischen Bevölkerung gewählt. Mhm. 2006, meine Stimmt. ich. Genau, das waren die letzten Wahlen, das waren die letzten freien Wahlen, die es gab. Und fast jeder 50, Wähler... Fast und fünf, jeder, lassen Sie mich mal ausreden. Fast gerne. 50% der Bevölkerung in Gaza sind unter 18 Jahren alt und haben noch nie gewählt. Das ist eine Bevölkerung, die unter einem totalitären Regime lebt, wie andere Bevölkerungen auch. Und Sie können sie nicht dafür verantwortlich machen. Und lernen schon im Kindergarten, dass man Juden töten muss in den Büchern. Aber das gibt es auch auf der israelischen Seite in den Schulen. Und noch etwas möchte ich sagen. Nicht. Ich war vorgestern auf einer Mahnwache, da wurde gebetet, da wird Tee ausgeschenkt, da werden Kekse verteilt, da werden Reden gehalten, da wird gemeinsam gesungen. Und dann möchte ich auch noch sagen, ich habe bei keiner einzigen Veranstaltung für die israelischen Opfer gehört, dass jemand die Opfer auf der palästinensischen Seite irgendwie betrauern würde. Es gibt genau eine Veranstaltung in Österreich von der Standing Together Embassy, die organisieren jeden Sonntag eine gemeinsame Mahnwache für alle zivilen Opfer. Und ich finde, sie zeigen damit ein ausgezeichnetes Beispiel. Dann würde ich gerne noch etwas sagen. Sie haben gesagt, dieser Terror ist von der Hamas ausgegangen. Das stimmt. Am 7. Oktober hat die Hamas einen fürchterlichen Terroranschlag durchgeführt. Das ist aber kein isolierter... Der Kontext, jetzt kommt der Kontext. Aber es stimmt einfach. Ja, wissen Sie, Sie brauchen nicht darüber lachen. Ein Kontext entschuldigt nicht. Ich kenne die Stereotypen. Machen wir es Punkt für Punkt, bitte, bevor hier ein Durcheinander entsteht. Aber da... Wie viel Unterstützung erfährt denn tatsächlich die Hamas im Gazastreifen? Wie viele Palästinenser stehen hinter der Hamas? Ich sage Ihnen eines. Fragt wer, ob was die Israelis jetzt mit ihrer, wenn die werfen vom Flugzeug die ganzen Bomben und töten Zivilisten, fragt das, ob Terrorist oder Völkermord, fragt man die israelische Seite irgendwas in diese Richtung? Zweitens, wie viele Kinder müssen noch sterben, damit wir sagen, enough, genug? Mhm. Und wie viele Frauen müssen sterben, damit das... Aber wie war Ihre Antwort? Ich war auf allen Demonstrationen, auf allen. Es wurde nicht gefeiert, es wurde nie Khaybar und so weiter. Es wurde ganz normale Free Palestine, Gaza, Muslime. Bei den Demonstrationen und so weiter. Meine Frage zielt darauf ab, wie groß ist die Unterstützung der Menschen im Gazastreifen für Statistik die Hamas? Statistik weiß ich dazu nicht. Es gibt Umfragen, 70%, aber wie aussagekräftig Es ist eine Partei, wie jede andere Partei. Und zweitens, man muss das im Kontext trotzdem sehen. Das ist 70 Jahre Besetzung. In Gaza gibt es über 14 Jahre eine Blockade. Das heißt, es gibt eine ganze Generation, die war noch nie im Ausland. Aber würden Sie sagen, die Hamas ist eine Partei wie jede andere? Wie war Ihre Antwort? Herr Volz, ich würde gerne die Fragen stellen. Bitte. Würden Sie sagen, die Hamas ist eine Partei wie jede andere? Ja, und das ist eine Ideologie, die kann man nicht irgendwie vernichten. Also keine Terroristen? Schauen Sie, ich sage Ihnen eines. Es gibt mit dieser Methode, was Israel jetzt macht in Gaza, wird man nicht Hamas, da wird man fünffache Hamas erzeugen. Was glauben Sie, wenn einer seine Familie verliert, seine Kinder verliert und er bleibt oder sein Vater oder so, was erwarten Sie von ihm? Wieder Rosen werfen? Da muss man realistisch sein. Das heißt, man erzeugt auch dadurch Extremismus und so weiter. Deswegen ist das die Stadt, dass die USA und die westeuropäischen Länder mit Kriegsschiffen und so weiter, da sollten sie Frieden bringen oder Waffenstillstand. Waffenstillstand, das ist nicht
damit man die medizinische Versorgung, bitte, es gibt kein Essen. Ich sage nur ein letztes, warum werden die ganzen Bäckerei bombardiert, eine einzige Bäckerei ist im Norden Gazastreifen, warum werden die Unis, alle Universitäten sind weg? Was hat das mit Hamas? Oder die UNO-Schulen wurden bombardiert und so weiter. Das sieht man und so weiter. Was Herr Abu Dahal gerade gesagt hat, Herr Bolz, ist das, was auch Kriegsforscher sagen, Analysten sagen, man kann die Kommandozentralen der Hamas auslöschen. Mhm. Aber es wird sehr schwierig sein, diese Ideologie auszulöschen. Mhm. Richtig, wenn man das Kind von jemandem tötet, was macht das mit dem Elternteil? Ja. Und dann kommt natürlich immer wieder die Frage des Kontexts. Ja. Trotzdem hätte mich die Antwort auf Ihre Frage doch sehr interessiert. Wegen der Prozente? Genauso. Damals haben die 60% gewonnen. Das ist deshalb so interessant, diese Frage, weil sie auch bei uns im Westen eigentlich die spannende Frage ist und die große Lebenslüge der meisten westlichen Politiker. Denn bei uns wird immer erzählt, zumindest in Deutschland, es gibt überhaupt keine richtige Beziehung zwischen den Palästinensern im Gazastreifen und Hamas. Also eigentlich müsste man die Leute im Gazastreifen befreien von der Hamas und dann wären die alle glücklich. Ich sehe aber eigentlich nur Hinweise darauf, dass es, wir wollen nicht über Prozente sprechen, jedenfalls eine massive Unterstützung des Hamas-Terrors durch die heißt Bevölkerung. Heißt das, man soll alle töten? Moment, aber noch ganz kurz, Herr Abad, 60% haben Sie eben ganz leise gesagt. Bei den Wahlen waren aber 60%. Würden Sie es schätzen, das ist jetzt, 17 Jahre später, immer noch so hoch, 60%? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Noch einmal, 50% Kinder. Ja. Die sicher nicht darüber abstimmen können, ob sie der Hamas zustimmen oder aber nicht. Aber wie Sie ja richtig gesagt haben, werden die Kinder ja schon in diese Richtung erzogen. Und zwar in zartestem Alter. Nur, wie gesagt, aber das ist auch, glaube ich, die Lebenslüge der westlichen Politik, dass sie sich einbildet, sie könnte unterscheiden zwischen der Hamas und den Palästinensern. Und das kann man, glaube ich, in sehr hohem Maße nicht. Und das sieht man gerade an der massiven pro-palästinensischen Demonstrationswelle, die durch die ganze Welt geht. Das sind ja Leute, die Attacken der Hamas selber unterstützen. Es geht nicht um pro-Palästina im Sinne woher von, wir tun die Leute. Darf ich Sie etwas fragen? Die Politik der Hamas. Darf ich etwas fragen? Wenn ich zu einer Wahl gehe, dann schaue ich mir die Parteiprogramme an. Haben Sie sich die Charta 89 der Hamas durchgelesen? Haben diejenigen, die Sie gewählt haben, sie durchgelesen? Weil dann müssen Sie hier nicht so lange emotionalisieren. Dann könnten wir bei Fakten bleiben, weil, das kann man sich in Google runterladen, es sind 3 Seiten, man sieht es auf Deutsch, da steht drinnen, das Ziel ist, Israel als Staat zu vernichten und alle Juden zu töten. Das Sie steht sprechen von der Gründungscharta. Ja, ich spreche von der Gründungscharta. Die aktuellste Charta ist die von 2017 und darin unterscheidet die Hamas ganz ausdrücklich, dass sie ein Problem mit den Zionisten und nicht mit der jüdischen Bevölkerung an sich hat. Eigentlich ist die Hamas mittlerweile eine Friedensbewegung, glaube ich, wenn ich das so höre. Das habe ich absolut nicht behauptet. Ich behaupte nur, Sie sollten sich an aktuelle Quellen halten, wenn Sie schon Quellen zitieren. Aber sollen wir uns nicht ich habe eindeutig die Gründungscharta zitiert. Ja. Woher nehmen Sie da diese Umfragewerte von der europäischen... Ich habe keinen einzigen Umfragewert gebracht. Sie behaupten da jetzt einfach, gesagt, dass die Palästinenser gesagt, Unterstützer dass Hamas eine Lebenslüge vieler Politiker ist, zu sagen, es gäbe gar keine Beziehung zwischen der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung in Gaza und auch überall in der Welt. Also aber warum sagen Sie nicht, diese große Demonstration sind für das palästinensische Volk, für das Leid, dass die Leute so schlecht gehen? Wahrscheinlich ist man wahrscheinlich ist man in Wien sehr pazifistisch. Bei uns in Berlin werden ganz andere Parolen gerufen. Also ich würde sagen, wir kommen, glaube ich, hier nicht weiter. Ja. Und wir mischen sehr viel zusammen. Mhm. Bei Ihnen war auch jetzt ein bisschen die mit Israel auch. Ich springe jetzt mal auf die andere Seite. Wir müssen alle viel präziser und komplexer denken. Also wir sagen ja, Sie haben ja eben so eine angedeutet, Antisemitismus sei, wenn man den Staat Israel kritisiert. Es gibt ja auch diese Theorien, da wird ja unter Wissenschaftlern gestritten, vor allem in den letzten 10 Jahren, was ist eigentlich Antisemitismus? Aber wenn wir das mal betrachten, dann gibt es Israel als Land, als geopolitischen Staat. Politisch. Mhm. Es gibt das Volk, die Juden und es gibt gerade die gewählten Vertreter. Und genau genommen gibt es noch eine vierte Säule oder einen vierten Aspekt, das ist der Judaismus. Muss man eigentlich auch getrennt sehen. Mhm. Und diese vier Bereiche hängen miteinander zusammen.
aber sind auch in einem Spannungsverhältnis. Es gibt ja Israelis, die kritisieren Netanyahu und die sind auch kritisch dem Judaismus, der Religion gegenüber. Die werden als Blacks beschimpft, ja. Und wir tun gut daran, hier auch genau zu schauen. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Ich glaube, da haben wir jetzt nichts davon, wenn wir Palästina und Hamas jetzt vermischen. Ich meine, wir müssen genau schauen. Und auch bei den Demonstrationen, bei denen ja manche in Deutschland verboten werden. Ich war jetzt nicht bei Ira, aber wenn es darum geht, Empathie zu zeigen mit den Opfern, das ist absolut legitim. Mhm. Natürlich gibt es... Das ist natürlich ganz fürchterlich. Ja, aber Fakt ist auch, Frau Weidenfeld, dass der nicht gesehen über diese Demonstrationen in allen großen Städten. Ich sage nur, man muss sich das genau anschauen. Das sind doch keine Empathie-Demonstrationen. Ich bin nicht bei jeder dabei. Ich denke, wir tun gut dran, genau zu schauen.